Ich meine, ich hätte jetzt noch ein Rezept vergessen, aber gut, ich kann mich ja täuschen. Nö, bleibt genau ein Rezept über. Dann habe ich mich getäuscht. Wenn ich das jetzt hier reinlege, habe ich das Problem, dass der direkt anfängt. Ach nein, warte mal, der braucht ja Strom. Remember current items. Ich mache das nur, um sicher zu gehen, dass da wirklich auch nur die Broken drin landen. Und keine anderen Sachen. Das geht gar nicht ganz auf, das ist eiserne. Okay, machen wir Alu 3, das müsste gehen. Und LED auch 3. Remember. So, dann ist das Rezept hier schon mal gesichert. Haben wir denn schon Crushed-Bestandteile? Ich denke mal schon. Die können dann mal eben hier wieder rein. Ach, ich sollte ihm noch beibringen, wie man aus von Meteor. Theoretisch könnte man das auch per Hand machen. Zinn, Iron, Alu. Kupfer, LED, Silber, Gold. 7 Stück, das passt. Dann kann ich hier dann auch schon mal die Rezepte einlesen. Für die Crushed-Bestandteile. Also. Gold. Silber. Gut, hier muss ich klicken, da ich jetzt nicht genau 4 mitgenommen habe, aber gut, das ist halt wie im alten Minecraft, dass man halt klicken muss und es nicht ziehen kann. Das waren noch Zeiten. Und die Items wirklich alle einzeln reinziehen musste, also wirklich einzeln klick, klick, klick machen musste. Oder sie dementsprechend in die Anzahl teilen musste. Die Ziehmethode hat einiges erleichtert. So, damit hätten wir die Rezepte auch schon mal eingelesen. Kann ich das mal eben hier wieder zurückpacken? Ich glaube, von Powder haben wir nicht genug. Oh, da kommt Eis raus. Achso, ja, ich lasse ja noch Dingenskirchen durchlaufen. Tin. Jo, haben wir. Irgendwas fehlt noch. Wir haben Kupfer. Wir haben Silber. Wir haben Alu. Mal eben in die Rohstoffkiste Linsen, vielleicht ist da noch das fehlende Materialchen drin. Also Gold haben wir. Kupfer haben wir. Eisen haben wir. Alu haben wir auch. Silber und Zinn. LED fehlt, oder? Sehe ich das falsch? Nee, scheinbar fehlt da noch LED. Ist da noch LED über? Dass ich das mal eben herstellen kann. So. Das dann mal so gemacht. Nein, mit dem Baum kann ich nichts anfangen. Außer ihn pflanzen. Und mit dem Schwert funktioniert das auch nicht. Sollen wir die falschen Werkzeuge in die Hand nehmen? Schlimm, schlimm. So, nicht mit der bloßen Hand. Nimm den Hammer in die Hand. Genau, LED hat noch gefehlt. So, dann hätten wir auch alles. Da fällt mir gerade ein, ich muss das gerade umstellen. Ich muss aber von dem Powerdart muss ich ja
direkt hier hinten in die Furnace. Genau. Dann machen wir das so und so. Würdest du dich mal richtig rum aufstellen? Genau, da muss ich ja direkt raus. Das heißt, ich brauche im Grunde genommen. Naja, ich werde das schon irgendwie hinkriegen. Also. Rezept einlesen. Was mir gerade so einfällt, während ich hier die Rezepte einlese. Ich wollte mich nochmal persönlich jetzt im Video bedanken für die Kommentare, die ihr unter die letzten Videos geschrieben habt. Ich habe mich riesig drüber gefreut. Ja, denke ich mal, die Videos sind recht gut angekommen. Boah, das gibt dann einen wieder Auftrieb. So, irgendwas habe ich jetzt wieder vergessen. Gold, Kupfer, Eisen. Alu? Nee, Alu haben wir noch nicht. Das schon in die Ablage gelegt, obwohl wir es noch gar nicht fest eingelesen haben. So weit aber auch. So, der kommt dann hier hinten rum raus. Gut, dann muss ich jetzt erstmal die Relocator machen. Ab durch die Mitte. Eisen fertig. Ruby, du bist so ein Esel. Ich weiß. Mann, 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 Mann. Na schön, dann können wir hier eine Pufferkiste hier hinten noch aufsetzen. Kann ich die eigentlich hier unten drunter stellen, ohne dass es Probleme gibt? Eigentlich schon. Oh, da fällt mir ein, ich muss noch eine Barrel freigeben für die Ancient Spores. Wieso wird hier Gunpowder eingelagert? Nicht gut. Also kann ich sie nicht direkt nebendran setzen. So, wenn aber auch. Ich dachte, ich könnte mir es ein bisschen einfach machen. Aber naja, dann halt nicht. Ich habe da eigentlich Gunpowder eingelagert. Oh, ich kann schon wieder Gold hämmern. Brauchen wir auch dringend Filter, um das wirklich fertig zu machen. Und wir brauchen, glaube ich, Kabel. Ich das noch richtig weiß. Das ist noch am Kochen. Ich weiß, das ist jetzt Kohleverschwendung, was ich mache, aber naja. Also. Kann ich die Kiste nicht hier nebendran setzen? Das heißt, ich muss die Kiste erstmal hier hinsetzen, damit ich weiß, dass ich sie dann da hinsetze. So. Wir können ja in der Zwischenzeit Stromkabel machen. Das ist ja eine Aufgabe, die eh gemacht werden muss. Wie sieht das eigentlich mit Eisen aus? Ich brauche bestimmt wieder eine Schere. So, dann gehen wir mal Schwertchen in die Hand. Nicht, dass hier irgendwas gespawnt ist. Nein, alles sauber. Ist mir hier vorhin wieder ein Creeper entgegengekommen. Meine Güte, zum Glück.
An der Stelle, wo keine Maschinen standen. Er ist mir zum Glück auch nicht in die Luft gegangen, obwohl er es eigentlich vorhatte. Er hat sich dann schon so aufgebläht, ne? Aber zum Glück ist er vorher gefallen. Es müsste eine Maschine geben, mit der man Strings herstellen kann. Ich weiß, dass man Strings chemisch herstellen kann, aber... nein. Bin doch lieber Handarbeit. So, dann mal wieder alles schön aufsetzen. La 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 la. Na. So, dann Blätterchen wieder hingesetzt. Da, da, da. Dahin, dahin, dahin. Und dahin und dahin. Da, da. Da auch. Alles wieder schön hübsch gemacht. Yay. Ich muss das Ganze erstmal wieder schneeweiß werden. Ein bisschen String hatte ich doch, glaube ich, das letzte Mal noch in der Rohstoffkiste. Linz, Linz. Ja. Kann auch 16 Wolle machen. Da fällt mir gerade was ein. Ich kann doch theoretisch dem einen Crafter beibringen, dass er aus dem